Hallo und herzlich willkommen hier zu Royal Revolt. Und wir sehen hier ein neues Royal Revolt Button. Mein Name ist Mark Coxie. Schön, dass du wieder dabei bist. Und zwar ist ja am Mittwoch letzte Woche ein Video rausgekommen, was eigentlich nicht rauskommen sollte. Deswegen habe ich mich eigentlich dazu entschlossen, kein Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, kein Royal Revolt aufzunehmen für Montag. Jetzt habe ich es mir aber doch anders überlegt, aufgrund eines Updates. Und ich werde jetzt hier mal ganz kurz vorlesen, was es denn so Neues gibt. Wir sehen hier erstmal ein Geschenkpaket. Neues gibt's in dem Update. Jetzt weiß ich nicht mehr, was das für eins ist. Aber es ist das Update. Keine Ahnung, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Müsst ihr ganz kurz zurückspulen. Das steht dann da oben rechts bei diesem Empfangsbildschirm, beziehungsweise beim Ladebildschirm. Neue Funktion: Hol dir jeden Tag eine tägliche Belohnung. Bekomme das neue Startmoral-Attribut von Schmied. Okay. Hol dir ein spezielles Weihnachtsgeschenk zur richtigen Zeit. Freue dich auf diverse Optimierungen, Verbesserungen und Bugfixes. Ja, was kriegen wir denn so gesch. Eieieiei, tägliche Belohnung. Leck mich am Arsch hier. Tap, das soll wohl Tipp heißen. Tap auf die Truhe, um deine tägliche Belohnung zu bekommen. Okay. Hol dir deine tägliche Truhen, tägliche Juwelentruhen. Bekomme jeden Tag eine mit mindestens 50 Juwelen gefüllte Truhe. Gültig für 30 Tage oder einmal eine verzauberte magische Truhe, enthält drei zufällige Belohnungen, davon mindestens eine verzauberte. Ich will Juwelen. Müssen aber das hier einsammeln. Die nächste Truhe gibt es morgen. Ach schön. Juwelen holen. Die täglichen Juwelen sind das beste Angebot. Nein, das machen wir nicht. Hol es dir und du bekommst jeden Tag eine zusätzliche Juwelentruhe zu deiner täglichen Belohnung, solange deine täglichen Juwelen aktiv sind. Tägliche Juwelen müssen jeden Tag eingesammelt werden, um das Maximum aus dem Angebot herauszuholen. Nein, ich bin doch nicht blöd. Nein, wir holen uns keine Juwelen. Wir warten ganz brav bis morgen. Das heißt, es gibt hier innerhalb der nächsten 27 Tage, ich bin eh jeden Tag online, also ganz davon abgesehen. Alter, da habe ich 27 Truhen. Junge, Junge, Junge. In 30 Tagen kommen neue Belohnungen. Ist ja geil, ne? So, jetzt kommt bestimmt noch das Ding mit dem Schmied. 14,2% zeig's mir. Dies war ein sehr kurzes Video. Was war es jetzt nochmal? Scheiße, jetzt habe ich es vergessen. Das war eine Maske mit 14,2%. Oh, ja, das ist ein bisschen mehr, plus die 3000. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht, das Angebot. Hier haben wir jetzt 3500. Damit hätte man, ja gut, 400 weniger, aber mehr Gold. Man kann übrigens das Ding auch ablehnen. Entweder man kauft sie oder man lehnt es ab. Dann bekommt man einen neuen Vorschlag. Der ist dann aber meistens normal, so wie hier in diesem Fall. Aber wenn ihr damit nicht einverstanden seid, wechselt das einfach. Das ist eigentlich ganz easy. Ja, die Geschenkbox, ne? Was haben wir hier, Freunde? Eine Nachricht von Poshmaster. Will ich nochmal sagen, Poshmaster hat die IG Metal Rock 3 Allianz. Da könnt ihr gerne hinkommen. Und ein Update zur IG Metal Rock 2 Allianz. Dort gibt es keine Mindestanforderungen. Dort ist jeder willkommen. So viel dazu. Und eins sei noch gesagt: Beat zu dem Beat. Ich trau dir. Ich habe
vollstes Vertrauen in deine Kompetenz und ja, freue mich, dass du die Allianz leitest. Hoffentlich auch mit Spaß und Freude. So, jetzt, was hat sie jetzt doch noch mit diesem Schmied auf sich? Da hat es doch auch noch was im Update geheißen. Nein, das machen wir nicht. Das ist viel zu teuer. Irgendwie, ich weiß gar nicht, woran es liegt, aber die Gegner, die verschwenden ziemlich viele Klunker. Das ist gigantisch. Wir können hier mal gucken. Wo sieht man das jetzt? Oh, nochmal, ich glaube hier. Ah nein, das. Ah, scheiße, das sieht man gar nicht. Sonst hätte ich hier mal ganz kurz meine Angriffstheorie gezeigt, aber das ging nicht so ganz auf, ne? Scheiße war's. Dann möchte ich nochmal was erklären. Und zwar sehen wir meinen Held, wenn wir ihn denn sehen. Allianz, nein, das ist falsch. Ich will doch's Globale haben. Wenn wir hier auf Rangliste gehen, nicht wundern, nicht erschrecken, ich habe nur 2300 Pokale. Das heißt, ich habe 700 weniger als normal. Das war aber mit Absicht so, weil ich will gucken, dass ich wieder bei 2800 oder so richtig geile Goldpreise abräumen kann und will das mal testen, ob dieser Plan aufgeht. Des Weiteren habe ich ja 3000 Pokale gehabt und ich habe gedacht, wenn die Leute so viel Klunker ausgeben und sich wiederbeleben, nutze ich das doch aus und das ist ja ziemlich verlockend hier ein Gegner mit 2300 Pokalen, der eigentlich viel stärker ist. Und hier 1,8 Millionen zu bieten hat, ist das für so einen Anfänger schon verlockend, so eine große Goldsumme. Aber das heißt ja nicht, wenn ich jetzt weniger Pokale habe, dass meine Abwehr schlechter wird. Das hat ja nichts damit zu tun. Deswegen, die Abwehr bleibt ja gleich. Alles, was sich ändert, ist die Pokalzahl, auf die lege ich eh keinen großen Wert. Und so werde ich dann von den Gegnern unterschätzt und sobald die mich angreifen, merken die, oh hoppla. Der hat zwar ziemlich viel zu bieten, soll ich mich jetzt wiederbeleben, soll ich Klunker investieren oder nicht? Und dann wird es halt für die meisten verlockend sein, die dann sagen, okay, ich hau da rein, ich hau da rein. Und ich hatte letztes Mal am Morgen, wo ich aufgewacht bin und da mal kurz reingeguckt habe in Wild World, 168 Klunker bekommen. Das ist gigantisch. Und ich habe vor 2 Wochen habe ich vielleicht. Nee, vor einer Woche, bevor ich die Kisten aufgemacht habe und die ganzen Klunker bekommen habe, habe ich gerade mal 500 Klunker gehabt und jetzt habe ich 1660. Das müsst ihr euch mal reinziehen, ja? Das ist ja wirklich gigantisch. Jetzt ist natürlich die Verführung groß. Ich würde gerne noch ein paar Ruinen abbauen. Wir machen es einfach mal. Wir machen es einfach mal. Wir haben es, wir können es. Wobei, vielleicht gibt es da auch noch verringerter Preis. Jetzt muss ich aber mal gucken. Da habe ich gar keine mehr. Komm, die mache ich. Ja, gut, da. Nee, das ist mir noch zu teuer. Das ist mir zu teuer. Ah ja, das Update ist das Update 1.9.6. Ja, das war es jetzt auch hier schon gewesen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und nächste Woche kommt wieder ein normales, gewöhnliches Roll-V-World-Video. Wenn ich euch auch angreifen soll, dann schreibt's mir in die Kommentare. Ich werde dem nachkommen, werde euch angreifen, werde, wenn es irgendwelche relevanten Tipps gibt, die auch geben. Und jo, das war's von meiner Seite aus. Tschüss und jo, ne, bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski.